So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinen Let's Plays South Park, die rektakuläre Zerreißprobe. Wir kämpfen gegen die Freedom Bells. Kampfmodus aktiviert! Ich nehme meine Blutprobe. Jupp. Alter, mach mal halblang. Zieh kein Fett! So. Einmal ein bisschen Schaden. So. Ich bin Wonder Tweak, Verfechter der Gerechtigkeit! Uiuiui. Selber! Ich bin verwirrt. Der Neue wird euch vermöbeln, Freedom Pals! Aha, aha, aha. Den drücken wir mal zurück, dann kriegt er noch Rückstoßschaden auch. So, Human Kite ist dran, der geht auf Kenny los. Ja, das ist der Typ da oben mit den M. Mysterion wird der genannt. Ja, ja, greif mich nur an. Ja, Kenny hat's voll drauf. Unsterblichen Viertklässlern an. Okay. Auto! 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 Los, hopp jetzt! Halt's Maul, das ist Civil War, Arschloch! Okay! Okay! Also los! Okay, ab geht's! Peterfaustschlag! Sehr gut! Und die Gegner sind dran! Ich mische jetzt auf! Super Tornado! Vielleicht bringt dich das zur Vernunft! Ach was, alles gut! Ansteckung signed! So, wir sollten einmal Lebensraub machen. Da kriegen wir 32 Retour. Wir gehen weiterhin auf ihn, würde ich sagen. Sehr befriedigend! So, Tweak ist dran. Der wird jetzt... Ah! Ah, gut. Und damit meine ich dich! Mich? Lahm! Nein, du bist lahm! Du bist der lahmste Lahm aus aller Zeiten! Das war auch lahm! Starterlaubnis! Okay, du gehst einmal... Na, warte mal. Kann ich ihn heilen? Wenn ich daher gehe? Da kriegt er nur den Schild. Da kriegt er auch wieder Leben. Ja, mach mal das. Mach mal das mit dem Leben. Aber dann kann Craig nicht angreifen. Dann kommt Mysterion, dann kommt Craig. Ah, ja, ja. Oh ja, Craig. Nein, Craig kann dann nicht angreifen, wenn ich das jetzt mache da. Ich brauche aber die HP für Mosquito, sonst geht er mir ein. Wohl bekommst. Du bist der Wind hinter meinen Moskitoflügeln. Keine Gnade. So, ich bin down. Wunderarsch sieht tot aus. Bring wir's hinter uns. So, du gehst aber auf ihn. Gott sei Dank hat Mysterion den Platz hierher gewechselt. Megafaust, Pacharu. Ja, Treffer reicht für einen Home Run. So, Token ist dran. Tupperdose hält alles frisch. Tupper Tornado Warnung. Was hältst du von diesem Zyklon, Human Kite? So, Mosquito ist dran. Und wir machen die Ultimate mit ihm. Viel Spaß. Wenn ich auch nur einen Bückenstich abkriege, spiele ich nicht mehr mit Kleid. Blitz und Donner! Mist. So, der ist angewidert. Sehr gut. Ich kann nicht mehr lange. Das passt schon. Alles ist gut. Kinderspiel? Ah, scheiße. Können wir das vielleicht mal hinter uns bringen? Scheiße, geht sich da... Oh ja, das geht sich... Gott sei Dank geht sich das aus. So sieht's aus, Pyjama Pals. Tweak ist verletzt. Überraschung. Ich bin dran, ich bin dran. Ich leg dich auf Eis. Oh, ey. Denk an Sonne und eine heiße Braut im Bikini. So, Human Kite. Mach Tweak fertig. Okay, mir geht's gut. Oder er, okay, das geht auch. Wir machen, ja, ganz normalen Fausthieb, oder? Craig, nein! Steh auf, meine Arsch, wir haben gewonnen. Ja, es war schon knapp. Sehr gut.
Gute Arbeit, Neuer. Allmählich hast du den Dreh raus. Warte mal, was ist mit Kohn? Oh, scheiße, schnell! Kohn, was ist passiert? Timmy ist davon gekommen. Er hat total mein Gehirn vergewaltigt. Alles okay? Nein, wirklich, Leute. Er hat meinen Kopf total zerfickt. Wir haben gekämpft, aber seine Psychokräfte sind zu stark. Also war alles umsonst? Nicht ganz. Ich hab Timmys Handy. Wirklich? Ganz bestimmt ist er auf eine Spur. Bringen wir es zur Basis. Super Craig kann es analysieren. So, wir sammeln hier wieder Geld ein. Und das machen wir auch noch kaputt. Hallo? Ist da der kleine Superheld, dem immer mehr auf Instagram folgen? Deine Anwesenheit wird im Rathaus verlangt. Die Bürgermeisterin von South Park möchte mit dir sprechen. Lass sie nicht warten. Ah, es ist scheiße synchronisiert, Ubisoft, aber okay. Macht ja nichts. So, wartet mal, wir müssen zum Rathaus. Wo ist denn das? Da vorne und dann rechts. Okay. Schauen wir mal. Die will was von uns. In der City Hall, genau. Okay, wartet's. Da haben wir einen Joey. Sagen Sie alle meine Termine heute ab. Sie haben heute keine Termine, Ma'am. Hervorragende Arbeit. Weiter so. Okay, gut. Ja, Politik. Tweak und Craig, Griff nach der Liebe. Dankeschön. Wie viel haben wir jetzt? 9 von 15. Haben wir sonst noch irgendwas? Da können wir was looten. Wieder ein Artefakt. Kann ich mit dir schon ein Selfie machen? Wenn die Chefin dir nicht folgt, folg ich dir auch nicht. Okay, und du? Vielleicht, wenn die Bürgermeisterin dir folgt. Gut, dann reden wir mal mit der Bürgermeisterin. Hallo, junger Mensch, ich bin die Bürgermeisterin von South Park. Du freust dich sicher, hier zu sein. Also, hör zu. Du kannst mir vielleicht helfen. Diese neue Verbrechenswelle in der Stadt, das ist kein Zufall. Irgendeine Gruppe oder irgendjemand will mich in Verruf bringen. Je mehr Verbrechen es gibt, desto mehr Leute fordern meinen Kopf. Wer auch dahinter steckt, will, dass ich abgelöst werde. Ich brauche Leute wie dich. Bitte finde heraus, wer hinter der Verbrechenswelle in unserer Stadt steckt. Meine politische Existenz hängt davon ab. Okay. Wer mich für hochnäsig hält, kann mit seinem abgefuckten Pickup besoffen seine Trailerparkbude niedermähen. Okay, danke. Dann müssen wir zuerst mal die Quest machen, dann kriege ich die 3 Follower dazu. Ansonsten, glaube ich, können wir jetzt eigentlich nichts mehr machen, oder? Wir sind eigentlich fertig. Wieso blinkt das da oben? Warte jetzt einmal. Was ist das hier? Meistere alle Raisins Reaper-Titel auf dem Charakterbogen. Kann ich? Was muss ich da machen? Muss ich dagegen? Ah, ich muss gegen die Raisins dann kämpfen. Ganz, ganz oft. Dann gehen wir runter zum Kuhn und machen mit der Hauptstory halt weiter. Ist geil, wie schnell das immer wieder aufgetankt wird hier. Dankeschön. Wartet mal, ich gehe nochmal kurz schauen. Vielleicht stehen die draußen. Raisins war links, glaube ich. Warnung, Sie haben 5 Sekunden. Ja. Da bist du ja, Schnucki. Wir haben dich gesucht. Und ab geht's. So. Okay, Schnuckis, wollt ihr das Tagesmenü sehen? Mach sie fertig, sag ich. Ich mach sie fertig. Das gibt garantiert eine Narbe. So toll, dass ihr da seid. Finde ich auch. Verbrechen ist eine Krankheit und ich bin das Heilmittel. Okay, so. Dann greifst du mal die da an. Oh, die ist gleich weg. Es ist Blut. Das habe ich kaum gesehen. Sehr, sehr gut. Bestellt, ihr Süßen. Human Kite
kann nichts machen hier. Und hier auch nicht. Gut, dann tun wir mal den Zug von ihm beenden. Was darf's denn sein? Oh, ey, nein, nicht schon wieder. Nimm das, Süßi. Eieiei. Okay, gut, wurscht. Wir machen den hier. Und die ist auch gleich weg. Megafaustschlag. Overpowered. Na, warte mal. Ja. Mein Saugrüssel steht offen vor Erstaunen. Alter, du übertreibst brutal. Und wie er übertreibt. Ich gönn mir ein bisschen Blut. So, da runter. Und die ist auch gleich weg, oder? Na, noch nicht ganz, aber ja. Mückenstich! Ja. Sag mal, musst du denn den Scheiß wirklich trinken? Musst du denn wirklich deinen Gegner schlagen, Super Crank? Ja. Na dann, sei kein Heuchler. Komm wieder auf die Beine, Arschboy. Zeit für die Laser. Oi, Human Kite gehört ja nicht mehr zu uns. Aber ja, lassen wir den nochmal. Ich vermöbel dich wie meine Mama, meinen Daddy, Schnucki. Oi, da hört's doch auf mit dem Dreck, mit dem Bezaubern. Wollt ihr nach der Tracht Prügel Raisins Kalender kaufen? So, Super Craig. Wir haben Verluste. Sehr gut. Und ich jetzt noch. Das sah schmerzhaft aus. Mission erfolgreich. Langsam sollten die Bösen ihr Leben überdenken. So, was kriege ich jetzt? 20 Erfahrungspunkte. Jawohl, sehr gut, gemeistert. So, schauen wir ganz kurz auf die Map. Es ist aber trotzdem noch immer da. Es sollte aber hier drinnen sein, oder was? Was soll ich denn hier machen? Moment, wir schauen kurz rein. Oder muss ich das kaufen, damit ich die Selfies da mache? Gibt ja wohl keine Kleiderordnung. Schauen wir ganz kurz. Na, das will ich nicht. Artefakte Inventar. 28,73. Ja, das ist nicht so viel. Ah, geht also vorbei. Warte mal, wir sind... Intelligenz, Schönheit, immer volle Limo-Gläser? Wow. Ja. Ich bin jetzt Psychiker. Wow, du bist ein Psychiker? Dann hast du dieses Selfie sicher kommen sehen. Ja, deswegen bin ich auch wieder hierher gekommen. Wuhu. Der Louis. Und ein neuer Follower. Sehr gut. Gut, was wir da aber machen müssen, keine Ahnung, vielleicht gegen mehr von diesen Raisins kämpfen. Und 30 Erfahrungspunkte und Stufen, Aufstieg und wir können uns ein neues... Für alle unterdrückten Girls haben wir Spaß, Süßi. Komm, wenn's raus. Ja, warte ganz kurz. Artefakte, wir können uns nämlich noch ein neues gleich reinhauen, dann machen wir uns gleich noch stärker. Ja. So. 8 Gesundheit. Mal was Stärkeres. Das ist alles nur 35. Das ist 40. Achso, da muss ich Ubisoft-Mitglied sein, oder was? Ubisoft Club exklusiv. Du kannst diese Belohnung durch den Ubisoft Club freischalten. Jetzt drauf zugreifen? Nö. Nimm mal Randy. Was kann denn das? Das macht... Ah, okay. Da unten sieht man das. Beim Teambonus, das geht ziemlich zurück. Ultimative Krafterholung wird um 24% raufgehaut, aber der Rückstoß wird um 100... Also der Rückstoß wird auf 0 gesetzt. Unglaublich. Was ist, wenn wir das machen? Das wird auch auf 0 gesetzt. Aber Gesundheit geht halt ziemlich hoch. Was ist das? Na, ich nehme Randy. Das passt schon. Gesundheit ziemlich hoch. Das können wir auch schon. Achso, ich hab was... Entschuldigung. Was habe ich denn da gehabt? Oh ja, das passt schon, das lassen wir. Aber hier kann ich noch was reingeben und da habe ich nur das. Na, besser als nichts. 78. Der Idiot kriegt von mir ein Finger. Und gegen die kämpfen wir gleich nochmal. Willkommen in der Raisins Wirtschaftszone. Macht euch bereit zu sterben, ihr Hübschen. Hau rein, Neuer. Darauf trinke ich.
Hey, ihr Süßen, ich hoffe, ihr habt Spaß. Oder auch nicht, ist mir eigentlich egal. Ich lege das Immunsystem von jemandem lahm. Jupp, und zwar von ihr. Alles in Ordnung, super. So, Human Kite kann wieder nichts machen. Ich zeig euch mal, wie das Double Whammy in unsere Double Whammy Wings kommt. Und den gleichen Fehler habe ich auch vorher gemacht. Aber wurscht. So, ab geht's. So sorgt man für Schmerz. Macht euch bereit für mein nervtötendes Summen. Und ab geht's. Ich esse nie mehr was. Wer hat hier eine Tracht Prügel bestellt? Ah, verpiss dich doch. Laut Wetterbericht, Hagelschläge. Au, nächstes Mal gibt's das Fernlicht. Ah, Humankind, komm. Ihr wollt was auf den Arsch? Die Bestellung zieh ich gerne vor. Nein. Das ist für alle Frauen auf der Welt, die Nutides tragen müssen. Ab geht's. Hat was. So, ich bin dran. Den einen können wir auf jeden Fall mal one-shotten. Ja, weiter vor kann ich leider nicht. Warte jetzt ganz kurz. Na, ich kann mich nur daher bewegen. Machen wir mal das da. Ah, Entschuldige. Ich habe mich voll verdrückt. Weg von meinen Girls. Schwerer zur Action. Angewidert. Hey Schnuckis, habt ihr schon Spaß? Brennende Haare, mir ist der Blutdurst vergangen. So, die Ultimate ist bereit. Na komm jetzt, irgendwann reicht's auch mit dem Dreck. Moskito zu schlagen, um den Zauber zu brechen, wird ihn wahrscheinlich töten. Ja, das könnte schon sein. So, wir machen aber jetzt den hier. Das wird euch egaler sein. Oh! Genau so, mit Köpfchen. Holen wir die zwei wieder retour zu mir. Angewidert. Du schaffst das! Jupp. Treffe ich alle? Nein, ich treffe nur... Ah, okay, gut, das geht nur so gerade nach vor. Okay. Na, dann machen wir mal die eine fertig. Wer ist denn dann dran? Moskito, aber der gehört auch schon zu mir. Ja, passt. Machen wir die Ultimate. So, und Moskito. Ich halte nicht mal eine Zitronella-Kerze. Sind wir fertig? So, du hast gewonnen. Was kriege ich jetzt dazu? Nur 20 Erfahrungspunkte. Ah, da, Raisins meistern. 4 Kämpfe muss ich gegen die noch ausüben. Dann ist das vom Moskito weg. Ich verstehe. Okay. Ja. 5 Sekunden habe ich Zeit, damit ich mich verpiss. Ja. Gut, dann gehen wir runter zum Kuhn-Versteck noch. So, wenn ich da vorgehe, habe ich die Schnellreise. Die werden wir jetzt verwenden. Jetzt machen wir alles noch kaputt. Hallo Timmy. Ah, nicht Timmy, Jimmy. Kann ich von Nutz, behilflich sein? So, da runter. Bitte. Recht schaffen. Wir sehen uns. Mach's gut, Jimmy. Ruf mich, wenn du schnell von A nach BBB musst. Ruf mich, wenn du schnell von A nach BBB. Ruf mich, wenn du schnell von A nach BBB musst. Okay, gut, passt. Danke. Tschüss, Papa. So, ist das noch immer Fick dich, Mom? Fick dich, Mom. Jo. Ah, da bist du ja, Wunderarsch.
Was hast du gefunden, Super Craig? Auf Timmys Handy sind ein Haufen Notizen. Irgendwas über eine Frau, die Infos über das Verbrechen hier in der Stadt hat. Welche Lady? Hier steht nur, findet die Frau mit dem Penis-Tattoo. Welche Frau in Southbank hat ein Penis-Tattoo? Ich weiß nicht, Mosquito. Aber die Freedom Pearls glauben wohl, sie führt zu der verschwundenen Katze. Wenn die Freedom Pearls sie vor uns finden, bekommen die $100 Belohnung. Das dürfen wir nicht zulassen. Wir müssen das Freedom Pearls Franchise unbedingt verhindern. Und zwar sofort. Dann müssen wir die Frau mit dem Tattoo heute Nacht finden. Blitzfreak hat recht. Wir müssen uns heute Nacht aus dem Haus schleichen und die ganze Stadt absuchen. Was meinst du? Bist du dabei? Hör mal, wenn du zu Conan Friends gehören willst, musst du lernen, wie man kommuniziert. Ja, wer hat den Typ überhaupt eingeladen? Leute, chillt mal. Er hat es nicht leicht. Als er 6 war, hat sein Dad seine Mom gefickt. Was? Sorry, sie mussten deine tragische Hintergrundgeschichte erfahren. Wunderarsch traut keinem, weil sein Dad seine Mom gefickt hat und er es nicht verhindert hat. Das ist völlig unlogisch. Ich weiß. Wie kann dein eigener Vater deiner Mutter sowas antun? Cartman, der Dad von jedem fickt die Mom von jedem. Hä? So läuft das, Idiot. Unsere Dads haben unsere Moms gefickt. Ach so. Dann hat dein Dad also auch deine Mom gefickt, Kyle, hä? Ja, mein Dad hat meine Mom gefickt. Deswegen gibt es mich. Klau ihm seine Hintergrundgeschichte nicht. Du bist so verdammt dämlich. Jeder Mensch auf der Erde, jeder, hatte einen Dad, der seine Mom gefickt hat und... Halt, halt, das spielt jetzt im Moment keine Rolle. Wir müssen die Lady mit dem Schwanztattoo finden. Ja, gehen wir nach Hause und bereiten uns auf unsere Nachtmission vor. Los geht's, Kuhn-Freunde. Er ist so ein verdammter Idiot. Schon gut, ruhig Blut. Tut mir echt leid, dass die anderen so rücksichtslos sind. Leute hassen, was sie nicht verstehen. Hiermit ernenne ich dich zum vorläufigen Sidekick. Geh nach Hause und schleich dich später raus. Weitere Infos folgen. Kostüm ablegen. Ja, warum nicht? Ist okay, jetzt habe ich Kreis drückt. Wurscht. Wir gehen nach Hause. Und wir wohnen eh gleich neben Cartman. Kann das sein? Das ist eh mein Haus, oder? Nein, das ist Butters Haus. Okay. Und hier? Ah, okay, da wohne ich, neben Butters. Kostüm ablegen? Ja, bitte, leg's ab. Wieso habe ich ein rosa T-Shirt an? Oder ist das weiß? Wie kommst du überhaupt auf die Idee, mit dem Vertrauenslehrer zu sprechen? Wieso gehst du ans Telefon? Hast du deinen Scheißverstand verloren? Unser Kind wollte zum Vertrauenslehrer gehen. Ist dir das etwa völlig egal? Und du hast ihm die Wahrheit erzählt? Nein, das kam überhaupt nicht zur Sprache. Du dumme Schlampe! Du versaust uns noch alles! Sowas muss ich mir von einer zugedröhnten Kiffnase nicht anhören. Ich muss was trinken. Klar, ertränk deine Probleme im Chardonnay, du blöde Fotze. Oh, hallo mein Schatz. Hast du schön draußen gespielt? Ich bin ziemlich müde. Ich gehe dann mal langsam ins Bett. Essen steht auf dem Tisch, wenn du willst. Aber dann gleich ins Bett, okay? Kiffnase. Säuferin! Okay, so. Wir sollen was essen und dann ab ins Bett. Wir schauen uns hier nochmal um. Aber ich glaube, hier ist eh nichts mehr. Gut. Dann essen wir noch was. Die Musik. Ich dreh mal da ab. Wir machen uns Bett fertig. Kann man da durchschauen? Ja, tatsächlich. Und er isst seinen Haschbrownie und sie weint daneben. Okay, gut. So, und ich sage gute Nacht. Ah, wartet! Okay. Wir sollten vielleicht auch langsam mal was anderes anziehen, ha? Wir haben so viele Sachen, das ist unglaublich. Danke. Bist deppert. War's das? Ist ja unglaublich, was wir da jetzt alles gekriegt haben. Ja, und so schaut's bei mir auf der PlayStation auch immer aus. Meine Internetverbindung ist nicht gerade die stärkste.
Bei 24% Updating. Unglaublich. Okay, wir gehen pennen. Schatz, ich will nur, dass du eines weißt. Was immer passiert, deine Mami liebt dich. Gute Nacht, Schätzchen. Die Nacht. Sie bringt Fieslinge hervor. Doch zum Glück entspringt der Nacht auch noch was anderes. Der Kuh. Entkomme aus deinem Haus. Also, entschuldige, falsche Seite. Okay, warte mal. Nein, Kostüme hier. Und jetzt können wir uns was... Tun wir uns mal was anderes ausrüsten. Das schaut auch ziemlich lustig aus. Okay, gut. Was haben wir hier? Okay. Aha. Ich nehme mal das hier. Das schaut lustig aus. Was haben wir da als Kleidung? Okay. Na, dann nehme ich lieber das da. Und Hände. Ah, ich nehme die da. Du musst ein bisschen umstylen, oder? Damit ich da auch ein bisschen was herzeige. Haare. Aha, ich kann das sogar... alles ändern, was ich will. Ah, okay. Nehmen wir uns noch eine Maske, oder? Schaut scheiße aus, oder? Ich finde, das scheiße ausschaut. Das lassen wir mal. So. Das schaut echt scheiße aus. In nomine Patrii et Spiritus Sancti. Okay, gut. So, entkomme aus deinem Haus. Ja gut, das wird, glaube ich, nicht... Wartet's! Das wird, glaube ich, nicht allzu schwer sein. Gesperrt, da kann man nicht durchschauen. Unten habe ich schon die Bon gesehen mit dem ganzen Gras, was mein Vater immer raucht anscheinend. Alles gut, Papa? Oh, süße Mietzi. Süße Mietzi. Schnurr. Na, reden kann ich nicht mit ihm. Schlagen kann ich ihn auch nicht. Moment. Was? Einbrecher? Okay, ich wollte es nur probieren. Vielleicht wacht er auf. Aber anscheinend nicht. Ist sie da drinnen? Nein. Da ist ein Schlüssel. Wer ist da? Wer? Messingschlüssel? Okay. Nein, bleib draußen, bleib draußen. Türe aufschließen. Haha! Keine Angst, vor dir steht Captain Diabetes. Ein waghalsiger Gentleman mit super Diabeteskräften. Einst war ich ein stinknormaler Grundschüler, doch dann hat ein Laborunfall aus meinem Diabetes übernatürliche Kräfte gemacht. Okay, Sidekick, es gibt eine Verdächtige, die vielleicht was über die verschwundene Katze weiß. Mir nach! So, Captain Diabetes. Bereit? Okay, Sidekick, hier geht's zu Kyle. Okay, das machen wir... Ich bin die Bruce Banner, ein Einzelgänger, der hofft, eines Tages seinen Diabetes loszuwerden, obwohl das meinen Ruhestand bedeuten würde. Okay, das machen wir aber im nächsten Part. Ich drück mal hier auf Pause. Kann ich speichern? Tatsächlich. Überschreiben. Ja, ziehen wir es durch. Okay, dann passt das. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss, Papa. Euer Herzfehler.